So, und damit, meine Freunde, zum zweiten Ending von Werewolf, The Apocalypse Earthblood. Ja, das letzte Mal haben wir Watkins Pfad gemacht, diesmal werden wir Evas Pfad bestreiten und uns noch die Ava, letzte Trophy holen, die wir hold on, einfach, I'm coming. ja, Thank eigentlich you, Cahal. nicht zur You can Auswahl intercept hätten. their main force. We can handle the rest. They're regrouping before they come down on us. I've opened a shortcut for you, so you can take them by surprise. Ja, alles okay. Ich helfe jetzt immer. Eigentlich dachte ich, hey komm, ich kann ja beide Folgen aneinander klatschen, weil die erste ging jetzt nur 8 Minuten, fast 9. Und die wird wahrscheinlich auch um den Dreh rumgehen, aber ich dachte, hey komm, sonst heißt es irgendwann mal, ich sei geldgeil, nur weil ich jetzt 16 Minuten Videos mache als so. Ne? Egal, kann ich auch einzeln hoch. Dann habe ich mehr Folgen. Ich denke mir einfach nur so 8 Minuten, wer will sich das gucken? Also wer will sich das angucken? Also ich bin weniger so der 8-Minute-Fan. Moment, sind wir oben? Ich depp. Ich dachte, wir sind noch lange nicht oben. Die Lifte sind einfach viel zu leise hier. So, jetzt müssen wir irgendwie hier durch. Müssen wir ihr schnell mal helfen hier. Sonst läuft der Hase nicht. Ich glaube sowieso, das Game müsstest du in einem New Game Plus nochmal machen dürfen können, whatever. Von daher, oder wenigstens Levelauswahl bestimmen. Das wäre auch noch so eine Option. I'm in position. Ah, jetzt muss ich Wellen überstehen. Okay. Das alles ist. Komm. Interessant. Komm, er soll mich einmal treffen. Der kann mir eh nicht alles abziehen. So. Ist er wieder unsichtbar, der Wichser? Heile ich mich über die Dauer? Ja, geil. Ja, komm, hau mir jetzt eine richtig rein. Ich stehe sogar davor.
nur Heilung. Oh. Okay. Machen wir die halt kaputt. Setzt schon extra nicht mehr groß was ein. Hallo. Wo kommen die denn jetzt her? Ja komm, jetzt darfst du noch. Jetzt ist keiner mehr da. Fünf Prozent brauchen wir noch für unserem Leben. 5%. Ja, sonst läuft ja eh nichts. Komm, bring mich in den Bereich. So, und jetzt? Ja, kommt schon wieder was. Natürlich wieder ein bisschen Energie.
Nee, oder? Nur wenn ich was geschafft habe, bekommen sie wieder mit irgendwas Neuem. Ich sehe zwar fast nichts mehr, aber ist okay. Hauptsache sie sterben hier. Ist auch gut. Einfach sterben. Du bist einer von beiden. Ist ja noch schwieriger als der Bosskampf. Ich schieße schon ein paar Mal. Geh weg. Das Rudel überlebt. Ja, moin. Ava, I've taken care of the reinforcements. I owe you one, Cajal. Meet up with us, then we can say goodbye to this fucking place. Leider hatte ich mehr als 5%. Naja, aber wer das schafft, ist auch krank. We'll find him. I promise you. After shocking reports from environmentalist group Lambda Mankind led to a worldwide boycott, the Endrin Energy Company has abandoned its plans to bring its biofuel to market. In a written statement, Endrin leadership expressed its surprise at what it referred to as personal and unapproved actions by former CEO Richard Watkins. Und jetzt sehen wir das aus dem anderen Teil, wenn ihr das gesehen habt. Find Watkins. Pentax is very interested in his research. Ja, und auch das war das andere Ende. Klar, es gibt jetzt noch ein paar Trophies, die ich nicht habe, aber die ich jetzt auch nicht mehr spielen werde, aber es sind eigentlich einfach zu machen, wenn wir hier drauf gucken. Haben wir wirklich storytechnisch alles gemacht. Beide Versionen gemacht. Das Einzige, was wir hier eben noch nicht haben, sind drei oder sogar mehr Sachen. Alle Nebenmissionen abschließen, um Gaia zu helfen. Eine Mission ohne getötete Zivilisten abschließen. Wie man das will, also wie man das machen will, keine Ahnung. Da muss man ziemlich dran sein und jede einzelne Stelle auswendig kennen. Ein Kampf mit weniger als 5% Gesundheit abschließen, das wollte ich vorhin noch. Wenn es drei Feinde mit einem einzigen Stampfen töten, wenn ich mal wüsste, wie Stampfen geht. 10 Flaschen verwenden. Oh. Alle Geister in einem Gebiet sammeln, haben wir auch nie geschafft. Hüte der Geister, alle Geister sammeln, das haben wir auch nicht geschafft. Ja gut. Scheiß drauf, ne? Also wer sammeln möchte, das könnt ihr ganz gerne tun. Da ist sonst noch ein Checkpoint drin, keine Ahnung, wo man dann landen würde. Aber auf jeden Fall echt ein cooles Game. So für
kurze Zeit, um die 8-9 Stunden geht das Spiel auf jeden Fall. Wenn ich jetzt überlege, ja, Part irgendwie 15 oder so, müsste ich jetzt gucken, weiß ich gerade gar nicht. 3, warte mal, wir sind hier, 4, 5, 6, 7, 8, das ist Part 12, der hier rauskommt. Und ich sag mal so, jeder dieser Folgen, etwa also um die 9 bis 10 Folgen waren es sicher, und etwa 8 von 10 waren eine Stunde so, und so 2-3 waren auf 38 Minuten, 48 Minuten angesetzt. Also wie gesagt, ihr habt ziemlich gut an diesem Spiel dafür, dass zwar zum Vollpreis gekommen ist, das Spiel, aber man hatte auch Reduktion über den PSN Online Shop. Was habe ich gezahlt? 57 oder etwa 3 Franken mehr als die Standard Edition. Da konnte ich mir auch die etwas bessere Edition kaufen und leisten. Dachte ich mir, komm, hau mal rein. Außerdem lohnt es sich echt. Ey, was ist denn das? Ich wollte jetzt nichts angucken. Intro erneut abspielen. Ach so, ich bin darauf gekommen. Aha. Nee, aber wer gern mal einen Werwolf spielen möchte, es ist wirklich gut umgesetzt. Vor allem den eben mit der kleinen Wolfsform. Und man merkt auch, ich bin eigentlich immer in der Wolfsform geblieben, wenn ich durfte, wenn ich konnte. Weil man zum einen einfach schneller ist und zum anderen ist einfach mal cool, einen Wolf zu spielen als einen Menschen. Und vor allen Dingen, ja wie gesagt, der Mensch ist langsamer als ein Wolf, also warum soll ich denn auch mit dem rumgammeln? Und nein, man wurde nicht automatisch immer wieder in die Wolfsform irgendwie zurück transferiert. Das habe ich automatisch immer selber gemacht, weil ich gerne in der Wolfsform bin, wie man es vielleicht wirklich gesehen hat. Und die Geschichte ist etwas traurig, aber was willst du tun? Ich hätte jetzt auch nicht auf ein Happy End gehofft. Aber jo, haben sie auf jeden Fall eine gute Story reingeschrieben in dieses Spiel. Kann man definitiv sich gönnen. Aber es ist halt nichts, was du mehrmals spielst, auch noch kein zweites Mal, wenn du am Ende einfach, ne, wenn du einfach am Ende, so wie ich es jetzt gemacht habe, einfach neu lädst und dann das zweite Ende einfach so machen kannst, obwohl du kein zweites Mal das Ganze gespielt hast. Ich bin jetzt auch noch gespannt, wo wir enden. Vielleicht interessiert das den einen oder anderen auch, denn das ist mein richtiges Ende, was ich jetzt will, deswegen quatsche ich auch hier noch länger. Beim anderen ist er eigentlich nur so, dass ihr auch seht, was passiert, wenn man jetzt das schlechte Ende nimmt und einfach Rache wählt. Ist eigentlich selten die beste Option. Aber einfach nur zum Gucken, was passieren würde. Haben wir es jetzt halt gemacht. Und das ist doch cool so. Vielleicht hätte ich das nicht mal machen brauchen, vielleicht hätte ich einfach nur wieder das Spiel starten müssen und dann wäre ich wieder bei der Auswahl gelandet. Ah, nö. Das ist schon richtig. Ich bin jetzt wieder hier und dann hätte wieder etwa 20 Gegnergruppen gegen mich. Also absoluter Schwachsinn. Wenn schon überhaupt, dass das Spiel ganz fertig ist und dann hätte man einfach ein New Game Plus anfangen können. Von daher, das wäre was gewesen, aber jetzt so. Klar, man könnte zu Gaia zurück können und sagen, hey, mach alles auf, ich will meine Skills ändern und so. Mach alles auf Angriff oder alles auf Defensive, das kann man sich jederzeit umskillen, das ist okay gewesen. Aber ja, es hat einfach keinen Mehrspielwert. Tut mir leid. Auch die unterschiedlichen Antworten. Ich habe jetzt kaum irgendwie Auswirkungen gesehen anhand dessen, was ich gesagt habe. Also ist mehr so, hey, ich hole jetzt meine Informationen ein und darf noch ein bisschen meinen Senf dazu geben. Ob es dann den Leuten gefällt oder nicht, juckt keinen.
Ich glaube, es gibt auch sonst nicht irgendwie, dass die Tochter überlebt, weil, ja, würde ich jetzt nicht wetten. Vielleicht kommt noch ein DLC raus, wo man die Tochter retten könnte. Das wäre auch noch eine Option gewesen. Oder vielleicht die Möglichkeit allgemein wird vielleicht reingepatcht, die Tochter retten zu können. Wenn man nur die richtigen Sachen macht. Na, zum Beispiel eben dieser Sidequest von Gaia war ja überhaupt nicht relevant. Und jetzt ist es einfach vorbei. Ich komme ja nicht mal mehr richtig zurück. Also irgendwo war da jetzt nicht gerade viel Intelligenz dabei. Denn jetzt bleibt man auf dem Spiel hocken, was zum Vollpreis eigentlich erschienen ist. Und ja, hat es einmal durchgespielt und fertig. Noch schlimmer als Assassin's Creed. Ja, also klar, sie hauen jetzt uns hier keine Mikrotransaktionen raus, aber dennoch, die hätten für 30 Franken oder Euro irgendwo ins in PSN Store geknallt und es hätten auch deutlich viele Leute gekauft. Und von der Grafik her war es halt kein Next-Gen-Spiel, so leid es mir tut. Auch wenn ich mega Spaß an dem Spiel hatte. Aber yo, für mich war es einfach so, ja, hast du gespielt, war eine coole Story, aber ist jetzt nicht mehr relevant. Und solche Spiele mag ich nicht. Ich meine, wenn ich nicht mal Bock habe, es zweimal zu spielen, bei The Witcher, was war's, jetzt schon mein viertes Mal, einmal für mich persönlich, privat, damals noch, als ich noch nicht Let's Played habe, dann nochmal im Let's Play haben wir den Yennefer Run gemacht, oder sogar zweimal habe ich es gespielt sogar vorher, dann mit euch den Yennefer und jetzt noch den Triss Run. Also von daher, keine Ahnung. Und klar, man kann es auch nicht mit dem The Witcher vergleichen oder sonstigen Spielen, was ich jetzt, also die wir jetzt so auf meinem Kanal gezockt haben. Aber jo, selbst ein Batman hätte ich mehr Bock drauf. Ne, einfach nur, weil es immer dasselbe Gameplay war, immer nur das gleiche drumherum. Entweder du wirst entdeckt und kommst in eine offene Konfrontation und dann kannst du auch nicht offensiv irgendwelche Leute angehen, außer direkt töten, und das geht auch nur bei Schwächeren. Du hast auch keinen Perk, mit dem man größere Gegner einfach töten könnte. Oder zum Beispiel technische Sachen, wo man dann den Riesenroboter irgendwie mit einem gekonnten Hebel, den man rauszieht, na, einfach, dass er nicht mehr angeht. Der gute Kollege, dass er aus diesem riesen Schrottroboter rausgehen müsste, wenn es zum Kampf kommt. Na, am besten wäre das Ganze kurzschließen, damit das Roboterteil explodiert ganz am Ende. Dass der ein oder andere noch in die Luft fliegt, das wäre auch was gewesen. Ja, aber an sich, wie gesagt, das war nicht revolutionär. Ich stehe eben auf so Rambazamba-Spiele, wo du einfach ein übermächtiger Knabe bist, wo du einfach alles ummähst. Das, sowas finde ich halt übelst nice. Deswegen habe ich auch Dynasty Warriors Spiele schon gespielt. Ja. Ich weiß halt nicht. Ich bin am überlegen, wo ich es einstufen würde. Kaufpotenzial ist definitiv da, aber man soll wenigstens warten, bis es ein bisschen billiger ist. Ja, das ist das Einzige, was ich gerade so sagen kann. Das andere wäre noch, ja, ich würde einfach wirklich warten, bis es günstiger wird, weil das ist einfach zum Kotzen, wenn du so viel ausgibst für, das war auch bei Spider-Man, Marvels Ding so, also Miles Morales, da habe ich auch so meine Probleme. Es ging 6 Stunden irgendwie, das Hauptspiel. Mit den Nebenmissionen 8 Stunden so nebenbei. Aber da dachte ich auch, hey, wenn ich jetzt nicht genau wüsste, bei Spider-Man kommt irgendwann noch was, so wie DLCs hinterher, dann würde ich jetzt sagen, das ist schon fast Abzocke von den Machern. Aber da ich genau weiß, dass die sowieso noch irgendwelche DLCs reinballern werden, klar, sind kostenpflichtig, ich werde sie auch zahlen müssen, glaube ich, weil ich habe
nichts irgendwie bonusmäßig gekauft dazu von Spider-Man. Ich habe es einfach so geholt. Ja, keine Ahnung. Aber solche kurzen Spiele ohne DLC-Inhalt sind einfach meh in meinen Augen. Hast du wirklich einmal was von und dann ist es in der Ecke und nimmst du vielleicht in 10 Jahren nochmal hervor. Also wenn ihr auf sowas steht, okay, dann ist es für euch definitiv was. Zockt es jetzt gerade oder immer wenn ihr mal in Werwolf-Laune seid, okay, wenn ihr The Vampire Diaries anguckt oder whatever. Ich weiß, hat mit Vampiren zu tun, aber ich meine, dort gibt es auch Werwölfe. Und sonst gibt es alternativ immer noch da Twilight. Aber gut. Es ist jetzt alles, was ich so erwähnen wollte, weil, wie gesagt, es war kein neuartiges Gameplay. Ich würde dem Spiel eben eine Kaufempfehlung geben, aber ich würde dem Spiel maximal eine 6 bis 7 geben von 10 maximalen Punkten, weil es ist nicht schlecht, absolut nicht, es hat keine Bugs, nix. Klar, ab und zu sind die Charakter irgendwie in der Wand, aber du kannst sie trotzdem irgendwie abschlagen, also zusammendreschen, bis ihr Leben weg ist und dann wird es als tot gewertet und du kommst weiter. Also ist nichts, was dich jetzt aufhält. Ob du jetzt einen Gegner besiegst, der durch die Gegend fliegt oder irgendwo schnell mal in einer Ecke unsichtbar rumbackt, dann haust du lieber dort drauf und dann ist okay. Das Spiel ist knackig, vor allem gegen Ende, also auf der maximalen Schwierigkeitsstufe ist es definitiv wahrscheinlich ziemlich heftig. Ich habe es jetzt nur auf einfach durchgespielt, aber an manchen Stellen muss ich auch sagen, vor allen Dingen die mit ihren Eisenprojektilen haben unfassbaren Schaden zugefügt und mir ziemlich am Lebensfenster gerissen, weil es hätte wahrscheinlich so weit es wäre wahrscheinlich so weit gegangen, dass ich gar kein Leben mehr gehabt hätte, generieren hätte, also ich hätte genug Leben noch vor mir gehabt, aber ich hätte es nicht regenerieren können, weil ich so mit Eisen voll gepumpt wurde. Aber ja, das war mein Run. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwie entertainen oder so, oder zumindest ein recht flüssiges Gameplay zeigen können, bis auf einen Part, wo ich zweimal verreckt bin in einem Part und das noch während ich rausgeflogen bin, nicht mal von Gegnern getötet, nein, man hat mich einfach aus dem Ring katapultiert und ich war tot, also, yo, easy, so einfach geht's. Wenn schon nicht im Kampf, dann wenigstens, wenn man mich über Bord schmeißt, so in dem Sinne, ne? Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns spätestens zu Prince of Persia wieder, der Sand der Zeit, dem Remake. Da bin ich ja schon sehr gespannt drauf. Ich als alter Prince of Persia Veteran, der jedes Spiel durchgezockt hat und wie gesagt auf das Remake mega gehypt bin. Ich bin ziemlich gespannt, wie sie das gehandelt haben, was sie geändert haben, ob sie überhaupt was geändert haben, ob sie die wichtigen Stellen noch genauso im Spiel vorhanden haben oder ob es einfach jetzt heißt, ja, wir mussten das rauscutten, damit wir vielleicht die Story besser beleuchten können. Das müsste ich dann während des Let's Plays gucken, aber es kommt erst nächsten Monat raus, etwa am 10.3. oder so. Oder am 14.3. müsste ich nochmal gucken, aber jo, so viel dazu. Und sonst, falls nichts mehr ankommt, werde ich jetzt noch Assassin's Creed dann aufnehmen. Da fehlt noch die Asgard-Saga und was auch noch fehlt, ja, wahrscheinlich sind andere Spiele, die werde ich natürlich auch jetzt wieder in Angriff nehmen, so wie The Witcher 3, den Triss-Run, der Run, der wird auch mal weitergeführt. Wenn neue Spiele kommen, werden die immer pausiert und dann wird nach und nach immer was rausgeballert. Natürlich kommt auch Pokémon noch, aber jetzt wollte ich an einem Stück jetzt gerade Werewolf durchzocken. Jetzt ist der 5., gestern kam es raus um 10 Uhr morgens, ich habe jetzt mir auch recht viel Zeit gegönnt, ich hätte es gestern schon beenden können, dachte mir aber, ey komm, ein bisschen mehr Spaß im Spiel darfst du wohl haben. Okay, also easy. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde, tschüss.